Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Deponia Doomsday. Ich habe gerade mal ein bisschen rumgetestet, weil ich muss das mal erstmal richtig hinsetzen hier. So, ich wollte nicht noch Ewigkeiten hier wieder rumschwirren. Und ich habe etwas herausgefunden. Wieso auch immer, das geht. Das trägt man jetzt so. Wir haben einen Aluhut. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, ich habe jetzt erwartet, dass wir den Strohhalm nicht so biegen können. Oder dass der nicht so biegsam ist. Ich dachte, ja, dass man Draht oder so dafür braucht. Aber gut, wir haben jetzt einen Aluhut. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar, würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um. Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich habe Oh mich Mann. umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Ah, irgendwie Wenn sitze ich sich die nicht richtig, du. Vergangenheit wiederholt, versuche Mensch. irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. So, ich glaube, so geht's. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Richtig. Ein rosa Elefanten aufhalten? Ja, ist das. Ja. Ja. Hey Mac, die Ja. Frage ist falsch. Ich betrachte das als Ja. Jo. Wollen wir noch mal die Zeit? Ich weiß, es scheint, bist Das hatten wir du weißt. schon. Tausendmal. Egal, das kann ich zur Not auch noch mal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Richtig. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung. Zu spät. Ich glaube, wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen konnten. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich schätze echt, ja. Tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Yeah, Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Och, ich bin verrückt danach. Juhu. Kommen. 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 Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Joa. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich. Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Der rosa Elefant! Ah, wo war's wie? Was ist passiert? Der rosa Elefant, er war hier. Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles nur Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Echt jetzt? Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Okay, ich gehe mal erstmal zurück und benutze die Knickerfolie. Noch nicht. Okay, wir müssen erst Toni holen. Alles klar, wir haben ja auch nur die Knickerfolie, ne? Schrott und den Schraubendreher. Eine Sache will ich aber noch nachgucken, das hatte ich gar nicht gemacht.
ist das? Ist im ist Needlebot. Nicht Coolbot, also wird wahrscheinlich auch nichts drin sein, richtig? Ja, nee. Okay, es wird wirklich alles zurückgesetzt, was wir machen. Außer, es hat einen Aluhut. Vielleicht muss ich dem Needlebot einen Aluhut aufsetzen. Das wäre mal eine Idee eigentlich, ne? Hey. So, von denen hatten wir nichts bekommen, richtig. Das konnten wir auch nicht machen, richtig. Hey, Rufus, warte doch mal. Warum? Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Hey, Lotti. Na? Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Oh Mann, ey. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Nein. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Was hatten wir alles schon, ne? Was hatten wir eigentlich alles schon? Du hast keine... Aber Rufus! Das geziebt. Mag sein. Aber worauf hätte Lott... Leg deine Hand aufs Herz. Vielleicht hilft es, wenn dieses Symbol hier... Jetzt krieg ich ja den... Genau, jetzt krieg ich den Bügel. Okay, ich hole trotzdem nochmal alles wieder. Du hast Beine. Aua! Au, 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 au. Gut so. Ich leid... Was? Fällt... Okay, immer noch zu... Es ist nur so, ich, hätte ich doch nur... Lotto... Ein Haarwurzellaser, ja. Gut. Wer wir auch immer den bekommen. Kannst du nicht, solange ich wobei... Ach ja, stimmt. Das geht ja auch nicht. Okay, gut, dann hätten wir das alles gemacht. Dann gehen wir... erstmal das hier holen. Und das Glas. Und den Bart. Und den Dart-Pfeil. Und jetzt starten wir nochmal eine Runde. Und gucken, ob wir vielleicht jetzt was anderes kriegen. Au. Tja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha. Na, das werden wir ja sehen. Hä? Hey, Rufus! Okay. Hey, Lonzo, was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke, bitte keine Umstände. Okay, der sagt immer noch das Gleiche, alles klar. Schnitzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, nee. Vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Okay. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Glaub ich dir. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal? Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Eieiei. Den Rand. Eieieiei. Hoffen wir mal, dass da jetzt nicht irgendwie doch noch was passiert ist. Irgendwie der rosa Elefant oder so ist da, ne? Dazwischen gekommen oder so.
Ja. Hiervon können wir jetzt auch nichts mitnehmen. Wir haben halt den Bart und so noch. Da ist Toni, okay. Komm schon, trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Kaffee. Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Oh nee. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Au! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, warte. Dass nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Das verbrochen ist. Ich will das irgendwie... Keine Ahnung. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie... Will man das nehmen. Oh, das ist Tuck. Okay. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papala Pappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Mai schlüpfen. Okay. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watsonhaftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Ach schade, ich hab grad erwartet, dass noch so ein Terrain kommt. Irgendwie. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, der wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Guck mal, hier sind doch Scherben, die ein bisschen sehr doll leuchten oder so, ne? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Ja, gibt's hier eine Mütze oder so? Nee, ne? Ist hier keine. Holla die Bolla. Was ist das? Ah, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Wow. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee.
Rufus. Ah. Okay. Moment, das führt von da unten da durch nach hier oben und dann hier erst lang. Okay. Ich muss gerade nichts klicken. Ich muss einfach nur hier lang ziehen, die Scherbe. Okay, wo kommt er jetzt? Hä? Hier. Oder wie? Wie? Hä? Was? Hä? Wo? Wie? Hä? Dann muss ich wieder zurück. Ja, wieder hier lang. Wieder hier runter. Hier lang. Okay. Alter, ist das... Was ist das? Okay, hier lang. Da drüber. Da oben lang. Bis nach dort hinten. Wieder zurück. Und wieder hier lang. Alter, was... Deine Ernte. Hier, okay. Hier ist so ein fetter rosa Fleck. Geht mal zurück. Okay, das geht dann hier wieder lang. Nach da hinten, hier oben hoch. Hebel. Yo! Meuble secrète, ein geheimer Hebel. Alles klar. Holden Narren und Marhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. WTF? Als ob. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Ach egal, es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir.